Ist jetzt nicht wirklich kaputt, das Ding, Ne, du oder? kannst wieder aufsteigen. Nein, ich wird hier nichts angezeigt. Steffi. Schicke Mütze. Jetzt geht's wieder, musste erst ein bisschen wegfahren. Das war meins, oder? Nein. Da liegt kann nur sein eigenes benutzen übrigens. Ist wie bei Hunter mit dem Quatz. Ring, ring. Steffi, warum fährst du über mich drüber? Mach ich nicht, du stehst bei mir. Bist über mich drüber gefahren? Ja, bei mir stand ich auch. Aber du bist trotzdem über mich drüber gefahren. Ich fahre 41 mit dem Fahrrad, das ist aber... Der braucht schon ein E-Bike. Ich hab eine Mini-Bummel. Ja? Ich weiß es nicht. Dann fahren wir links. Okay, dann fahren wir links. Ich bin den anderen hinterher, aber da fahren wir doch zurück, wo wir herkamen. Aurelia sagt links, dann. Aber wir waren doch vorhin auch da oben an der langen Zunge. Ach so. Jäger-Dings, wo du rausgeflogen bist. Stimmt. Das habe ich deswegen gar nicht mitgemacht, wirklich. Ach, da sind wir durch den Wald gefahren, doch. Also ich finde mich ganz schön sportlich dafür, dass ich hier mit 34 km/h den Berg hoch, den Berg hoch radle. Ich die ganze Zeit. Mir muss irgendwas fallen. Nee, Feind. Andere Mütze. Da ist ein Feind. Ja, da vorne links von der Straße. Drive by! Da kommt noch einer. Das war jetzt mein Fahrrad. Ich glaube, das hier. Ja. Oh, jetzt muss ich weit nach hinten. Nach links, oder? Also, dann kommen wir zum Anfang zurück. Warte mal eben auf die anderen. Die waren eher abgestiegen. Kann ich driften mit dem Fahrrad? Mit Leertaste kannst du ein bisschen bremsen, ja. Suche Björk Ness. Bei mir steht, finde den Bauernhof Stenghager. Oh, oh. Schicke Mütze, Steffi. Danke. Oh, da kommt Yoshi. Hui. Hatte erwartet, dass du dich oder jemanden von uns auf die Nase legst. Nein, ich bin noch ein sehr verantwortungsbewusster Fahrradfahrer. Dachte er in dem Moment, als er gegen Steffi fuhr. Oh! Loot! Vollmantel, übertragen, Vollmantel. Mir gefällt dieses Auto. Der Björk? Hm? Der Björk oder welches Auto? Polizeiauto. Achso. War das nicht mein Rad? Ist das eigentlich Zufall, dass hier alle Autos aussehen wie Volvos? Ja, es ist. Es ist halt Schweden. Da sehen alle Autos aus wie Volvos. Meinetwegen können wir weiter. Au! Au! Ich bin um dich rum, du standst da an der Seite, wo Yoshi jetzt ist. Ich bin voll über den Haufen gefahren. Mit der Synchronität und dem Multiplayer, das können sie nochmal... Oh, Yoshi. Das können sie nochmal üben, oder? Mhm. Vielleicht sollten sie das, was sie bei The Hunter drin haben, dafür verwenden und nicht das... So, dass man ab und zu einfach rausfliegt und abstürzt. Ja, aber es ist wesentlich synchroner bei Hunter. Das stimmt. Aber da ist das ja auch mit den Fahrzeugen, dass man hinten in einen reinfährt. Ja, okay, das stimmt. Und der andere gar nichts davon merkt. Ganz abgestiegen. Ring, ring. Steffi kommt.
Irgendwas hat mich gesehen. Explosivgasbehälter, finde ich gut. Das klingt wieder nach den Lobos. Hier war so ein Spinnenviech im Haus. Ah, jetzt habe ich schon wieder das Jagdgewehr aufgehoben. Entschuldigung. Aber ihr habt ja alle eins. Naja, kommt drauf an, wenn das besser ist von der Qualität. Ist das gleiche. Hier oben ist noch ein Visier. Ja, ich meine, ob das weniger Schaden hat als 1 bis 4. Glaube nicht. Ich habe einen Fertigkeitspunkt gewonnen. So schnell? Ich bin Level 3 jetzt. Na gut, wir haben auch extra Zusatzkämpfe gemacht mit der Glocke. Ich finde es hier ganz idyllisch. Hier könnte man noch bleiben, oder nicht? Ich verstehe auch nicht, warum wir rausfinden müssen, was passiert ist. Einfach irgendwo einnisten und gut ist. Ich nehme das Ehebett. Was muss man denn mit den ganzen Radios machen? Kein Schimmer. Ich glaube, die kann man wahrscheinlich ausschlachten und da E-Teile rausgewinnen. Okay, ja, stimmt. Wieso hat er neben seinem seiner Zahnbürste ein Erste-Hilfe-Kit liegen? Das gibt mir mal zum Bedenken. Rechnet er damit, dass er schon einen blutigen Auswurf hat? Ich kann nicht mehr bewegen. Und ich komme hier nicht weg. Ich komme schieben. Ich steckte vorhin auch schon mal fest, man kann sich ja gegenseitig so ein bisschen schieben. Das Licht angemacht, hilft das? Dann nicht. Feuerwehr! Och man, ist ja doof. Sehen wir das Feuerwerk nicht? Lass euch reinschmeißen. Ah! Jetzt geht's wieder, danke! Also, schwimmen ist eine doofe Idee. Freit. Ja. Danke, du bist mein Held. Das ist wie bei Hunter. Okay, fahren wir dann jetzt hier weiter lang? Beim letzten Mal? Okay. Also ein Stück ging es noch weiter. Da war noch irgendwo. Da habe ich die Pistole gefunden. Stimmt, da war ich. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. War das hier oder war das. Ja, hier weiter. Da hinten bei diesem Hütchen da, oder? Ah, ein Weg. Ach, da. Wie bei Hunter. Sag ich, das steht da. Ach so, ja. Entschuldigung. Ja, wie bei Hunter hilft mir sehr. Ist mir dann auch aufgefallen. Du hast da eine 3 markiert? Das ist mein Wegpunkt. Achso. Nummer 3 da einen Wegpunkt hingesetzt hat. Und man sieht den, im Gegensatz zu Sahanta, wo man nur seinen eigenen sieht. Oh. Guck mal, die sollten sich die besten Sachen aus beiden Games mal zusammen. Vorne sind wohl welche. Da waren ja beim letzten Mal auch welche. Zwei so Robo-Hund-Viecher-Dinger. Ja, irgendwas sieht mich hier. Scannen da vorne. Ist angelockt. Oh, schön. Also da, ich habe jetzt mindestens 3 gesehen mittlerweile. Oh, da kommt ein kleiner. Oh ja. Sehr schön. Da ist noch eins. Ist da nicht noch so ein Spinnenvieh? Hui. Oh, ich krieg immer. Ach, krieg ich ja gar nicht. Schon gut. Erstmal los meckern, ne, Steffi? Ja,
Sitze. Viech. Adrenalinspritze ist in dem Koffer drin, Hohlspritze. Warum habt ihr alle ständig und überall so viele Adrenalinspritzen? Ich hab noch nicht eine gesehen. Möchtest du mal eine haben, Scruffy? Ich hab zwei. Nö. Wie nö? Also, du will kannst sich lieber mir die dann wieder geben, beleben wenn ich... lassen. Ja, du kannst mir die dann geben. Der Container geht auf. Oh, haben wir letztes Mal gar nicht gelootet. Zwirren hab ich. Einen feinen Zwirn. Ach, noch ein Zielfernrohr. Wo ist mein Fahrrad? Erstmal den Typi hier noch looten. Ist ja alles kaputt. Ach da. Oh. Bin jetzt mit dem Kopf vor einen Baum gefahren. Bist du tot? Nein, nur umgefallen. Was mich wirklich ärgert, ist, dass man, dass ich noch keine Krawatte oder Schal oder irgendwas gefunden habe, was ich da anziehen kann. Oh, hier geht's ja noch weiter, gefahren ist. Kommt hier noch was, was angeschlichen kommt? Abgesperrt. Oh. Oh ne, aber dann noch eins weiter, da kommt das. Da kommt das, wo ich abgestürzt bin. Genau. Hier habe ich es nicht weiter geschafft. Sollst nicht immer so viel dem Alkohol frönen, Scruffy. Weißt du, wie ich bin. Steffi sieht so ein bisschen aus, als hätte sie eine Weihnachtsmütze. Mhm. Jetzt komme ich mit Speed hier runter. 41 km/h. Das ist, glaube ich, ziemlich exakt das Tempo von den Quads, oder? Oder unten laufen zwei Hunde. Viecher. Okay, oben auf die Kanister schießen. Da ist irgendwas bei dem Pier. Weiß zwar noch nicht, wofür ich die Explosivgasbehälter brauche. Kann man wahrscheinlich als Falle legen. Wieso habe ich noch keine Munition? Was ist das denn? Was ist passiert? Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber Schubst man mich immer ins Wasser? Das heißt immer, das ist das erste Mal, Steffi. Aurelia, das ist ein bisschen nach hinten hin losgegangen. Nett. Das Vieh, was hier war, ist aber weg, also von daher. Da hätte man es nicht normal erschießen können. Ich will raus! Nee. Nee. Zu den anderen gehe ich da hinten jetzt, zu den Häusern gehe ich da hinten jetzt zu Fuß. Wir fahren doch wahrscheinlich eh wieder zurück nachher, ne? Wie war das mit der Pistole? Ach, Moment. Was? Dass ich da keine Munition drin habe, aber ich habe sie wieder eingelegt. Dann ist sie wieder da. Eingelegte Munition? Mhm. Macht die mehr Schaden oder schmeckt die einfach nur besser? Die schmeckt besser. Oh, ich habe ein Holzfällerhemd in Rot.
Ich auch, hab ich schon an. Na dann nicht. Das ist gar nicht meins. Das ist meins. Ring, ring. Geht nicht auf. Geht nicht auf. Hier hat jemand. Hier gibt's eine Waffe. Kohle gibt's da. Sag euch nicht wo. Sich selbst einsammeln. Ja, es gibt halt nur eine, glaube ich. Oder, weiß ich nicht, Neo hat es ja nicht gefunden wollen. Ich habe hier nichts. Mülleimer ist nichts. Also da, wo Steffi steht, da lag sie eigentlich bei mir letztes Mal. Ah, hier liegt sie, ja, hier. Einer sie auch gibt. Ach ja, ja. Eine Möller PP. Okay. Boah, die habe ich doch schon. Die habe ich doch schon. Die habe ich schon. Sogar eine in der Hand. Kann ich die zweihändig bedienen? Das wäre was. Das ist ja gar nicht meins. Ich weiß nicht mehr, wo mein Vater ist. Künstliche Nägel in Schwarz. Möchte wer künstliche Nägel in Schwarz haben? Da weiter, Steffi. Links war am Fels eins und dann liegt eins auf dem Weg. Weiß nicht, welches eins hier ist. Es. Also fahren wir jetzt zurück. Wir können jetzt genau an der Kirche vorbei. Das ist, glaube ich, der Bauernhof. Ich habe schon 219 Schuss. Ich glaube, ich komme ganz gut über die Runden für die Pistole. Fahren wir am Start wieder vorbei? Machen wir die Runde? Geht das? Den können wir machen. Gucken, ob man da hochkommt. Achso, ja. Aber theoretisch geht der Weg ja. Nee, das ist ein Stück leer. Ui! Ui! Hör ich. Da war eine Bodenwelle. Pitchbogen. Bogen! Ist schon belastend, dass man da so. Wollen wir umdrehen? Okay. Ich kann auch nicht umdrehen. Ach, das wäre viel. Hohoho! Ist unter Steffi durch. bei mir fährst du gerade in der Luft, Scruffy. IT nach Haus telefoniert. Und jetzt kommst du langsam wieder zum Boden geschwebt. Und du bist viel schneller. Ist jetzt Licht an? Boah! Okay. Was war das? Wo ist dein Fahrrad hin? Da hinten. Oh Gott. Hier ist es irgendwo, ja. Ich möchte gerne wissen, was da passiert ist. Aber auch nicht weiter nach Details fragen, ehrlich gesagt. Ich hab dich gesehen, du bist da ganz normal lang gefahren. Plötzlich hast du einen kleinen Bunny-Hop gemacht. Oder also so 10 Meter in die Luft, oder? 15. Das hat alles mit was mit Körperspannung zu tun bei mir. Das ist eine 3. Wir müssen hier nochmal hin, wenn wir einen Schlüssel finden dafür. Ja. Scruffy ist jetzt auch über nichts gestolpert. Ich bin vor den Wagen gefahren. Hui. Beim Aufsteigen wurde ich nach hinten katapultiert. Ah, Steffi. Steffi nimmt mich mit. Nein. Doch nicht. Mir nicht. Ich hing schräg vor dir, du hast mich geschoben. Du bist jetzt irgendwie von der Straße abgekommen. Steffi fliegt. Yoshi fährt da oben im Gebirge. Was? Jetzt fliegt er, jetzt ist er wieder auf der Straße. Au! Boah, das hat sich jetzt böse angehört. Bestimmt Rippen kaputt und alles. Du, Sport ist Mord, Steffi. Da hinten ist eine 3.
Kommt sie denn dahin oder von hinter uns? Noch abkürzen? Hui! Ist aber nicht mehr so schnell da unten. Ah! Tschüss, Steffi. Au. Das ist ein gutes Fahrrad. Das hält alles aus. Ich hätte aber gern eher so ein Mountainbike. Das hier finde ich so ein bisschen... Damenrad. Genau. Ist ja langweilig. Fehlt aber ein Körbchen vorne dran. Fahrt jetzt alle querfeldein. Komm mir nicht mehr hoch. Wenn ich verrecke, ne? Einer von euch kommt zurück. Steffi läuft jetzt. Ja. Oh, ach so, Dori hatte gefragt, ob wir irgendwie Ethereum spielen. Ja. Da hier ist wieder so ein Viech bei der Kirche. Zwei Viecher. Da ist wieder irgendwas, was uns gesehen hat. Unten Richtung Straße, wo Yoshi lang fährt? Bei mir nicht. Doch. Jetzt hat mich irgendwas gesehen. Da von hinten. Richtung 3. Oh ja. Au. Schmerz. Hab's. Oh. Siehst du aber noch? Ja, das... Ich hab den Kanister zerschossen. Es brennt auch, ja. Jetzt ist explodiert. Noch was. Gleiche Richtung. Gasmaske. Ziemlich schlechte Gasmasken sogar. Geben nur plus 20% gegen Gasresistenz. Was ist denn das für ein Mistwetter? Wer wollte denn bei so einem Wetter eine Radtour machen? Was war das hier mit dem aufgespießten Typen? Fahren wir jetzt erst da unten hin? Oder wo wollt ihr jetzt hin? Ah! Och, meine Fresse. Steffi. Plötzlich kommt Steffi angeheizt. Also wir gucken kurz bei der 3 vorbei und danach dann zum Bauernhof. Ja. Ich müsste jetzt nur wieder auf mein Fahrrad aufsteigen können. Dann ist es vielleicht nicht deins. Doch, es ist meins. Es wollte nur nicht ansprechen. Ist das ein Panzer? Ja. Da ist ein Soldat. Der kann bestimmt was Sinnvolles dabei haben. Er hat Munition dabei. Hey. War was? Yoshi steht hier und guckt auf den Ast. Bei mir ist hier wieder nichts. Hier links auf dem Holzhaufen, da läuft gerade eins. Hier links auf dem Holz. Was jetzt dahinter läuft weg, ja. Ist. Hab mich gesehen. Ach, das da.
Da kommen jetzt bestimmt noch mehr. Adrenalin! Wo konntest du den Typen plündern? Kann da gar nichts machen. Hier ist irgendwas. Oh ja, zwei davon. Einer weg. Andere rennt auf mich zu. Danke. Juhu, ein leerer Container. Weil kann man irgendein Sammelding finden. War das denn nicht unter dem Bett, das kleine Pferdchen? Ja. Nein, diesmal nicht. Ja, wir haben es doch schon. Ich glaube, das zählt für uns nicht mehr. Stand der trotzdem Karte, 0. Aber noch raus. Schild kommt noch mal hier rein. Ja. Ich habe im Moment auch keine neue. Unten. Ach doch, das Pferdchen. Ja. Neue Aufgabe. Links. Darf ich hier unter diesem Pferdchen? Hier unter dem. Bett. Ja. Ah. Danke. Bip, bup, 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 bup. Ich bin ein Urspotter. Das nicht mein Fahrrad, nein. Nein. Oh, jetzt kann ich den Typen mehr. Achso, oh, das ist der Problem. Das ist mein Fahrrad. Hui! Ich fahr mal hier querfeld ein, mal gucken, ob das was wird. Gib Gas, Junge, gib Gas! Ich hab Strickhandschuhe in grün gekriegt. Ich glaube, wir müssen hier mal ein bisschen außen rum fahren. Ist gar nicht hingeparkt, oder? Doch. Aurelia, hast du deine 3 schon umgesetzt passend? Ja, das ist der Bauernhof. Komm nicht hoch. Brauchst du Hilfe? Ich weiß nicht, wie man mir helfen könnte. Oder ist ein Viech? Schubseln oder so? Da sind. Was ist das Große da hinten? Scruffy, ist das Böse? Oh ja. Oh, oh, oh. Wo schießt man dem denn hin? Jetzt nirgendwo mehr hin. Worauf hast du gezielt? Ich hab auf die Hand gezielt. Dem. Und ich hab eine Pump-Action benutzt, da war nicht mehr so viel mit irgendwas aussuchen. Da läuft da irgendwas im Gras. Wieso hat Yoshi eigentlich schon so viele Level-Ups? Weil er so gut ist. Oh. Nein, weil ich immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin, euch die Arbeit machen lasse. Wie?
hätte gern andere Waffen, habe ich das schon gesagt. Und Notfackeln kann ich mich bald auch mit zuschmeißen. Oh, Kriegsbemalung. Hab ich dann auch so schwarze Augen? Finde das heraus. Wollen wir erst zu dem Dingscamp? Da oben auf dem Hügel? Ja, können wir machen. Da. Da waren die ganzen Spinnenviecher wieder. Ich hab Kriegsbemalung drauf. Welches ist denn mein Rad hier? Ich glaube, das, was unten liegt. Kann jemand auf das obere aufsteigen? Das könnte meins sein. Zu dir! Bist du? Hier ist so eine Bodenkante und wenn ich auf mein Fahrrad aufsteigen will, dann geht das nicht. Ha! Geschafft! Steffi! Das ist dein Rad, du hast auf mir geparkt. Lass das Fahrrad jetzt zurück, meine Güte. Jetzt stecke ich auf deinem Fahrrad fest. Ah. Wow! Wo seid ihr denn jetzt? Da hoch. So zwei, Steffi. So! Ich hab jetzt die ganze Zeit immer auf drei geguckt. Irgendwas macht hier komische Geräusche. Ja, da sind so Spinnenviecher. Noch mehr? Ja. Revolver hält. Wenn ich mich anspringen lasse, wie verrückt. Schon gelootet. Eine Taschenlampe. Adrenalinspritze. Mäuserjagdgewehr. Nee, habe ich schon. Oder habt ihr noch ein zweites immer mitgenommen? Nee, habe ich euch gegeben. Ich habe einen Schalldämpfer. Wofür? Ich habe kein Fahrrad mehr. Kannst ruhig mal bei mir hinten drauf. Ist hier noch geiles Zeug drin. Bestimmt Militärmütze. Einfarbig. Erste-Hilfe-Set auch mitnehmen. Immer man rein in den erweitertes Möller-PP-Magazin. Das ist doch bestimmt gut. Haarnadel Dietrich. Yay, hab ich hab's aus der Pude geschafft. Habe ich hier noch irgendwas übersehen oder war es das dann? Steffi? Ja? Stehst da so bei mir verloren? Ja, ich habe. Jetzt habe ich wieder eine Aufgabe. Zerstöre die Maschine. Aha. Steht dir auch jetzt die Aufgabe? Ja. Aber wir müssen doch jetzt eigentlich Schluss machen dann, oder? Dann machen wir das noch, weil hier ist ein Spawnpunkt. Ah, okay. Also müssen wir da Schluss machen, weil Neo dann mitmachen will? Jo. Oder warum? Dori. Dori möchte doch Mysterium mit uns spielen. Aber es passt ja auch ganz gut, weil wir auch ungefähr hier mit Neo aufgehört haben. Ja, von hier sind wir ein kleines Stückchen weiter, ja, nur, ne? Dann. Ja. Bis in den nächsten Trecker! Kampf. Also ich habe zwei so Robo-Hund-Viecher rumwatschen gesehen. Sind die eigentlich markiert, wenn die so... ...so ein Symbol... Oh! Irgendwie war da gerade besonders erfolgreich. Ah, da kommt er. Rennt weg.
In der Scheune? Ja. Oh, das waren die. Abstand nehmen. Das waren die, wo alles explodiert ist. Geht da weg, geht da weg. Au. Hi, Yoshi. Yoshi schießt doch drauf. Du bist ja nicht gestorben. Nee, ich hab noch 5 Leben. Könnte mich wer beschützen? Hier ist wir haben mehr. Ja jetzt alles. Jetzt hast du die Trecker kaputt gemacht. Muss ich mir das nicht wieder anhängen lassen? Und das ist also vorhin passiert. Ja, ich hab da drauf geschossen. Hier was Tolles. Ich loote jetzt erstmal zu Ende. Eine Zeitung. Hier ist noch irgendwas. Irgendwas Fliegendes. Hab das? Was ist da passiert? Hat es umgemacht. Ja, hier ist noch irgendwas, was mich sieht. Südwest. Ja, da fliegt noch so ein Ding. Hier ist ein Klo. Ja, Steffi, feel free, wenn du musst. Hat aber keinen Wasseranschluss, also es ist nur ein Klo. Also ein Loch im Boden. Da ist noch was, Griffy. Ein Radio. Nur eins. 4 Medipick. Lagerstation. Hej, det här är Anita. Jag är så ledsen att jag inte kunde ringa för nu. Det har varit jävligt stressigt här. Zum Glück spreche ich so gut, so fließend. Das Området måste ta sig till Salthamn omedelbart. Ring Johnny i kyrkan och kolla om han kan köra er. Han vet att pappa inte kan köra längre. Ja, jag måste gå. Vi hörs sen. Die man noch keine Schrotflinte? Ich hab keine. Moment. Kann ich das hier nicht nehmen? Eine neue Jacke. Ich kann mich ja jeden Tag umziehen hier. Hier draußen liegt die Schrotflinte. Bei dem Roboter. Okay, danke. Aber wir können schon mal entspannen. Bleiben, der Strom funktioniert noch. Ja, Steffi, bei dem Roboter. Ui! Hast genau derselbe Tanz, ne? Wie bei The Vision Aurea, ne? Der Robo an sich sieht sich sehr ähnlich. Die ist aber die voll verrostet. Die Roboter sehen doch alle gleich aus. Ihr habt sie so gefunden. Im Kinderbett steht auch Munition. Das finde ich gut.
Da, wo sie hingehört. Da, wo sie gut aufgehoben ist. Und die Sonne kommt raus. Ekelhaft, hören wir schnell auf. Ich will wieder bei Regen weiterspielen.